das jetzt kennt, wird sicherlich sagen, das geht doch gar nicht. Und dann sag ich, das stimmt. Man kann Netawarzen in der Oberwelt irgendwie zwar kurzfristig anbauen, aber entweder wachsen sie nicht oder sie wachsen nicht. Also zumindest das, was ich festgestellt habe. Bei mir sind die Dinger immer nicht gewachsen, dann in der Oberwelt. Aber ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe da einmal ringsrum in da, wo der ja, Ruhe da draußen, da halt, wo das erste Portal ist, dort habe ich ja schon mal ein bisschen was ausgehoben. Das ist halt hier für die Netherwarzen gedacht. Die würde ich da halt gerne anpflanzen. Den da. Den will ich haben. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Eine bessere vielleicht. Was gibt's denn da zu lachen? Blöder Gast. Ah, jetzt sind wir hier. Entschuldigung für das Reingepuste. Das muss ja auch gerade mal sein. Ja, ich sag mal, ich nehme jetzt ja hier auch die ganze Zeit diesen Netherbrick mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, daraus was zu bauen. Aber, ja, falls sich das mal ändert, dann haben wir welchen. Der einzige Unterschied, der jetzt halt von jetzt zu heute Vormittag ist, oder heute Mittag, was weiß ich, wann ich da die Aufnahme gemacht habe. Wir haben hier irgendwie mehr Gas als heute Vormittag. Ja, heute Vormittag war das alles irgendwie, ich sag mal, schon zu einfach teilweise. Das war auch wieder Weltklasse. So. Machen wir hier mal eine Fackel rauf, damit wir wissen, hier geht's wieder runter. Durchaus möglich, dass ich jetzt irgendwie eins zu hoch bin. So, aber man weiß ja nie, wofür man Glowstone nochmal mitnehmen kann. Eine indirekte Vorstellung habe ich zwar schon, aber dazu muss ich auch gleich von vornherein sagen, ups, ich habe damit noch nichts weiter gebaut oder so. Ich habe eine kleine Vorstellung. Und zwar, es gibt doch jetzt diese komischen neuen Laternen, die man aus Redstone und Glowstone baut. Das sind irgendwelche schaltbaren Laternen, sage ich mal. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man daraus sich halt ein paar nette Sachen bauen kann. Na, also, wer sich erinnert, ich hatte ja mal gesagt, ich hätte gerne im Spawning Ground selber diese Laternen, aber ich sag mal so, ich habe mit gecheateten Redstone-Lampen oder wie diese Lampen da jetzt auch immer heißen mögen, habe ich versucht, meinen Spawning Ground auszuleuchten. Oh ja, nie wieder. Nie wieder mache ich sowas. Weil alleine die Redstone-Schaltung darunter zu verlegen, das war ja schon sehr abenteuerlich. So, ihr Lieben, dann sind wir auch schon fast durch hier. Im Nether. Für dieses Mal. Ja, wir werden hier halt noch ein bisschen den alten Klostein mitnehmen. Und wenn ich das... Sekunde, ich schaue noch mal einmal rauf auf meinen Zettel. Ja, wenn ich das richtig sehe, haben wir sogar genügend von diesen Zauberstäben da. Blaze Rods. Dann benötigen wir nur ein bisschen Glas und ein bisschen Wasser und ein bisschen Eisen. Ich weiß gar nicht, wie man den Kessel baut, muss ich dazu sagen. So aus dem Kopf. Weil man braucht doch auch irgendwie so einen komischen Kessel. Na, wie geil, habe ich auch noch einen mehr rausgekriegt. Einfach mal hier ein bisschen Licht hinmachen. So, dass ich weiß, ah, hier war ich schon. Und nach unten. 34 Glowstones. Kriegen wir eigentlich irgendwo einen Stack zu
Erstmal weg hier. Erstmal weg hier. 35 Glowstones. Geil, ich habe 2 mehr als heute Vormittag. Das hat sich ja gelohnt. Ich sage immer heute Vormittag, obwohl ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute Vormittag war. Was ist denn mit dem da hinten? Kommt man da ran? Weil die Traube da, die sieht ja auch ganz nett aus. Aber die hängt mir zu doll, zu sehr übern Spiegel. Über den Lavaspiegel. Oh, was man für Meter zurücklegt, ne? 227 Meter ist das Portal entfernt. Krass. Krasser Scheiß, ey. Ja, ich könnte hier auch ein paar Pilze mitnehmen. Dann bräuchte ich keine mehr mit Bohnenmehl nachzüchten. Könnte. Ich könnte hier auch so ein paar, ne? Hier von den Pigmen umhauen. Für ein paar Golden Nuggets. Aus Golden Nuggets, aus neuen Golden... Aus neuen Golden Nuggets baut man, glaube ich, hier jetzt neuerdings einen Goldbarren oder so. Ich glaube, irgendwie so geht das. Das muss ich jetzt erstmal tauschen. Das geht mir so auf den Sack. Ah, komm, für die Handvoll da. Scheiß drauf. Warum flüster ich? Das ist eine gute Frage. So, und für genau solche Sachen ist die Verzauberung Silk Touch hervorragend. Ich weiß ja nicht, ob Debitor da was geändert hat oder heißt die tatsächlich im deutschen Client? Das kann ich mir mal gar nicht vorstellen. Heißt die da wirklich Samthandschuh? Also ein bisschen lächerlich ist das schon, die deutsche Übersetzung. Da ist auch runtergefallen. Ach komm, dann bauen wir das hier mal ab und dann nehmen wir die alten Cobbles wieder mit. Wobei, mal ernsthaft, Cobblestones hat man ja, wenn man so einen Spawning Ground aushebt. Auch wenn es nur 2 Stück waren, aber Cobbles hat man dann echt erstmal genug. Die kann man dann alle schön im Nether verknallen, ne? Kennt man ja. So. Die Plattform lasse ich wieder mal oder wie immer stehen. Damit ich mich das nächste Mal wundere. Oh, was habe ich da wohl gemacht? Ah, hier hängen gute Trauben noch. 46. 46 ist eigentlich. Es ist voll wenig, ey. Ah, gut, wenn man so an früher denkt, bevor es solche Verzauberungen gab, mit dem ganzen Glowstone Dust, den man erstmal hatte, und dann musste man immer 4. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die allererste Zeit musste man, glaube ich, 9-mal Glowstone Dust zusammenbauen für einen Glowstone. Ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, irgendwie so war das. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Pass auf, das hier mache ich jetzt mal mit dem Stein. Da muss gar nicht so gucken, Freundchen. Sieht aus wie der Terminator. Terminator für Arme. Höher, höher, höher. Reicht. Auch schon ein zu viel. So, wie sieht das hier denn aus? Gucken wir mal einmal hoch. Ah, komm. Nein! So. Ach Mensch, ich habe noch eine kleine Information für euch. YouTube-technisch. Folgendes wird wohl bald passieren. Mit einem Kumpel werde ich wohl ein Let's Play together machen. Vielleicht. Also ich habe da jetzt Angebot bekommen von dem, der mein Teamspeak hostet und meine Gilden-Homepage für meine WoW-Gilde. Der hat zu mir gesagt, hier, pass auf, ich kann dir da was klar machen, wenn du willst. Dann kannst du ein Let's Play together machen. Vielleicht ist das ja mal was... Allerdings, als ich mit ihm gesprochen habe, war ich ein bisschen müde und ein bisschen kaputt, weil ich kam gerade von der Arbeit und so. Aber ich habe nochmal so drüber nachgedacht. Und ich habe
den anderen Kollegen da, den habe ich mal gefragt. Also der wäre dabei. Also es kann sein, dass wir mal ein Let's Play... Tschüss. Es könnte sein, dass wir mal ein Let's Play Together machen. Ja, vielleicht ist das ja mal was. So. Ein Stack haben wir schon mal. Das ist schon mal sehr nice. Da wir kaum noch Cobblestones haben, werde ich das jetzt mal, und ich auch hier kein Gas mehr höre, was ja auch positiv ist, werde ich da mal hier mit dem alten Netherrack mal ein bisschen was hochbauen. Beziehungsweise, während ich gesprochen habe, ist das schon passiert. So, und vor lauter Glowstone Farming, habe ich eigentlich auch schon wieder vergessen, in welche Richtung ich laufen muss nachher. Aber... dafür habe ich extra, und jetzt kommt's, den Waypoint getan, am gewesen sein. So. Ne, diese ganzen Steine, die da jetzt einen höher sind als die anderen, das ist übrigens gewollt, damit es natürlich aussieht. Ist ja ganz klar. Warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen? Ja, weil das kann. Nee, weil sie keine Ausreden mehr wusste. So ging das. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, oh geil, er kennt das Märchen. Und dann sag ich, nein, welches Märchen? Na, jetzt, wer es nicht kennt, ich wurde neulich mal darauf hingewiesen, dieser Spruch, das was für mich eigentlich immer ein Sprichwort oder eine Redewendung war, kommt irgendwie aus einem Märchen. Ich weiß nicht, ob aus der ehemaligen, ob das Märchen selber aus der ehemaligen DDR ist oder Sowjetunion oder Tschechien oder so, das ist irgendwie... der Teufel mit den drei Haaren oder was weiß ich, ich hab drei Haare auf dem Brust, ich bin ein Bär oder weiß ich nicht. Das ist nur mal so am Rande erwähnt. So. Haben wir hier noch einen? Nein, haben wir nicht. Wo kommen wir runter? Nicht markiert. Sauber. Ja, wo kommen wir jetzt runter? Wo kommen wir runter? So, den Nether, den lasse ich so oder so, so verunstaltet. Also, das, ja gut, ich meine, ich könnte mal hier den, haben wir wieder ein paar mehr Steine und so, ein paar mehr Cobbles. Meistens sammle ich wahrscheinlich sowieso nicht ein, weil die runterfahren. Schnauze! Scheiße. Hier muss ich runter. Hier hätte ich runter gemusst. Ist er tot? Jetzt ist er hin. Sauber, nice one. Stones in der Tasche, ich habe diese Blaze Rods, ich habe Netherwarzen in der Tasche. Also alles so ein tolles Zeugs, vor allem für einen Minecraft-Spieler möchte ich mal sagen, recht wertvolles Zeugs. Alleine ich habe über 108 Glowstones in der Tasche. Oh, aber bevor ich wieder in die Netherfestung reingehe, erstmal einen Happen essen. Ich muss also real einen Kaffee trinken. Prost! Halbkalter Kaffee. Lecker. Uah. So, wir gehen mal nicht den Weg zurück, den wir gekommen sind, sondern... werden irgendwie nicht angemarkt, kann das sein? Ne, nicht wirklich. Dabei könnte man diese Magma Cream vielleicht auch mal irgendwie farmen. Jetzt gilt es nur noch, den Ausgang zu finden und vielleicht noch ein paar
Blaze-Viecher unterwegs kaputt zu mühlen, aber auch nur, weil die gut EP geben.